Keine Ahnung, Leute. Was machen wir denn heute? Das sind Lakritzbrezeln. Weil ist Oktoberfest. Bier, 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 Bier. Rally, Robert, da kommt der Fetten hin. Versteht ihr? Ist ja gut. Liebe Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu... Es ist mal wieder Zeit für... Das, was ihr wollt. Ein Amazon-Gutschein für jeden deiner Abonnenten? Nein, das andere. Ein FNAF-Video für jeden deiner Abonnenten? Nein, da... Ja. Und wann kommt der Amazon? Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Kommt schon, Leute. Nur noch 10.000 Abos bis 300.000. Ich bin reich! Gas geben! Du hast Bescheid, oder? Ah! Wir spielen heute eine Runde... Project Fredbear. Das wurde mir in letzter Zeit öfters mal von euch vorgeschlagen. Fand ich echt ein bisschen daneben. Es beinhaltet kleine Teddybären, süße Kaninchen und alles, was euch sonst nachts besser schlafen lässt, als der komische Dude dort oben in der Ecke. Hä, wer? Wieder nicht an der Bildungsspitze. Und Leute, jetzt haltet euch fest! Moin. Okay, könnt loslassen. Man sitzt in dem Spiel nicht ungesunderweise sein Steißbein platt. Nein, man hat sogar Beine. Oh mein Gott, F für Flashlight. Ja, das funktioniert schon automatisch. Ich bin da mittlerweile Profi nach all diesen Jahren. Dann wollen wir doch mal schauen. Okay, wir haben keine Beine. Aber ich schätze mal, dass wir auch kein Steißbein haben. Also wer hat jetzt hier recht? Immerhin können wir erstere benutzen. Alles klar, ich bin schon mal aus dem Schneider. Nur mal keinen falschen Pessimismus hier. Das Fest der Freuden ist gleich eröffnet. Ja, nun, das Fest des Lichtes wäre mir lieber gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Außer eventuell ein wenig zu viel Langeweile. Da können wir uns an dieser Stelle wahrscheinlich einig sein. Na, guten Tag, die Damen. Guten Tag, die Herren. Sagen Sie, können Sie mir eventuell einen Tipp geben, wo ich lang muss zum Oktoberfest? So, die generelle Richtung, die reicht mir auch schon. Bier, Bier, Bier. Das darf auch gerne ganz weit weg von diesem Ort sein. Nicht, dass ich nicht auf Pizza stehe, aber ich muss ein bisschen auf die Linie achten. Wir sind doch die Mädels und so weiter. Hä? Haben wir heute keinen hilfsbereiten Tag? Na gut. Dann wäre es ja schade, wenn irgendjemand eventuell eine ganz schlechte Bewertung auf Trustpilot droppt, so rein zufällig. Ich meine, vielleicht rutscht einem ja mal der Finger aus bei den neuen modernen Smartphones hier. Da passiert das ab und zu doch gerne mal. Das ist gar keine böse Absicht und auch überhaupt nichts Persönliches. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht ganz so willkommen bin. Kann mich natürlich auch irren. Könnte mich natürlich auch verstecken und es überhaupt gar nicht drauf ankommen lassen. Ja, das klingt nach einer formidablen Idee. Fast so formidabel wie eine gute Käsepizza. Aber es ist Brezelzeit, Leute. Ihr habt ausgedient. Genau, das ist nämlich hier überhaupt nicht euer Monat. Also spielt euch hier mal bitte nicht so auf. Alter, ich bin nur 1,30 Meter groß oder so. Ich sollte mich vielleicht nicht so aufspielen. Meine Damen, meine Herren, habe ich irgendwas verpasst? Gibt's hier was gratis? Bier. Okay. Nee, die Wand ist nur besonders. Ah! Hören Sie auf, mich so anzurülpsen. Was fällt Ihnen ein? Haben Sie keine Manieren? Hat Ihre Mutti Sie nicht erzogen oder was? Wissen Sie was? Ich brauche überhaupt gar keinen Kopf, um zum Oktoberfest zu kommen. Und ich brauche auch kein Gesicht, um Freundschaften zu schließen. Nur Leute mit Vorurteilen achten auf solche Nebensächlichkeiten, okay? Die Hände, die können sie mir gerne noch abfressen. Handschütteln wird eh überbewertet. Ich setze mich einfach ohne meinen Schädel an die Bar und meine vorurteilsfreien Kumpels, die schütten mir immer mal so ein Maß Bier in den Stumpen. Und je nachdem, wie ich meinen Körper rhythmisch im Takt zucke, bemerken sie, ob gerade die Freude ausgebrochen ist oder ob sie mich vielleicht dann doch lieber einäschern. Apropos einäschern. Wo finde ich denn hier ein Feuerzeug? Ich wüsste einen Laden, der sich prima für so ein kleines Experiment eignen würde. Ist auf jeden Fall eine Bonnie-Figur. Dort drüben irgendwo war eine Chica-Figur. Soll ich die alle einsammeln, oder? Also ich kann die mir zumindest nicht schnappen. Was ich ein bisschen schade finde. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Figurensammler. Genau. Aber ich gehe jetzt mal hier hin, wo ich beim letzten Mal gefressen... Ich meine, unzüchtig behandelt wurde. Hallo? Darf ich auf Toilette? Bitte was? Excuse me? Na, hast du keine Freunde mehr, Foxy? Finden dich alle hässlich und unangenehm? Sagen alle, du hast Mundgeruch? Vielleicht haben sie recht! Oh, vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Mundgeruch. Fragezeichen? Ganz viele Fragezeichen. Ja, wir probieren es mal von der anderen Seite. Genau, wir holen mal noch ein paar Kumpels zur Verstärkung. Das geht... Oh mein Gott!
Der ist schlau wie Schlumpf. Oh, ich fühle mich äußerst willkommen. Dankeschön. Also nicht, dass FNAF-Fangames jemals irgendwie einen großen Sinn gemacht hätten oder einen Anspruch an sich selbst oder so. Ich meine, gut, da gab's einige. Aber was muss man denn hier machen? Muss ich hier rein? Ich muss bestimmt irgendwie einen Schlüssel suchen, oder? Und wie viel wollen wir wetten, dass bei meinem Glück der sich in der Toilette befindet, wo ich nicht reinkomme? Lustig. Schade, dass er keine Schuhe anhat. Ich hätte ihm jetzt die Schnürsenkel zusammengebunden. Oh, wo geht's denn hier lang? War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Oh. Oh, hi. Sie haben da ein bisschen Tomatenketchup. Ich weiß, es ist Oktoberfest, aber Sie wissen schon, die Mädels und so weiter. Oh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn man uns vergleicht, Sie sind wunderschön. Haben Sie viel Spaß, haben Sie einen wundervollen Abend. Kann ich mich hier verstecken oder sieht er mich trotzdem? Ich habe da irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Okay, der geht vorbei, das heißt, er sieht mich nicht. Der steht doch aber da, oder? Alter, ich sehe halt auch überhaupt gar nichts. Nicht, dass ich den Anspruch hätte, also ich bitte euch. Nee, ich bin da flexibel. Ich mag ja meine Horror-Games gerne putzschwarz. Oh Gott, der dreht sich gleich um. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich renne mal zu der Ecke. Verdammt, hier geht's nicht rum. Das war nicht so geplant. Oh, lol. Alter, ist das... Huch, ist das Ding groß. Der schämt sich jetzt ein bisschen. Oh nein, oh nein, kommt er jetzt? Bobby, wie geht's hier raus? Wie? Hi, grüßt euch. Ne, euch sammle ich nicht gerne. Guckt mich nicht so an. Und was mache ich jetzt? Hier zu? Was? Komm schon. Oh, okay, mit Klick. Gut. Kann man die wirklich einsammeln? Das hätte ja jetzt sein können. Ja. Nee. Nett. Habe ich auch eine Stromanzeige? Können die auch von hier kommen? Sie können von hier kommen, Mama. Nein. Dann mache ich eben hier auch zu. Easy peasy. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe meinen Sinn verloren. Wären Sie so freundlich, ihn mir wieder zu geben? Nee? Nicht Happa Happa? Kein kleines Hümerchen? Soll das heißen, ich sehe nicht lecker aus? Lol, Chica, Alter. Du brauchst eine Brille oder was? Nein, ich brauche schnelle Füße. Mach das zu. Warte, ich knall's direkt von Latz. War ein leichter Anflug von Panik. Ich meine, muss man hier, kann man hier eigentlich schon irgendwie was machen? Es gibt keinen zusätzlichen Stromverbrauch, wenn ich die Türen die ganze Zeit schließe. Aber dann komme ich eigentlich auch nicht voran. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich mich in diesem Raum befinde oder nicht. Das ist höchstens irgendwie, ja, keine Ahnung, so zick, ne? Wisst ihr, was ich meine? So ein kleiner Sicherheitsraum. Wenn man halt verfolgt wird, kann man da schnell rein, die Tür zumachen und warten, bis der Spuk vorbei ist. Aber was ist denn jetzt hier wirklich die Aufgabe? Okay, auf ein neues Chica-Baby. Komm, wir probieren das Ganze nochmal. Oh, sie kommt. Oh, sie kommt. Und diesmal klicke ich nur einmal. Hier wird es mit leichter Verzögerung zu rechnen. Na, was macht man jetzt? Viel Spaß beim Zahnarzt, Alter. Ich muss bestimmt irgendwo einen Schlüssel suchen. Oh, falsch abgebogen. Ja, es ist halt doof. Wenn du halt... Ja, das ist halt aber blödes Design. Wenn du einmal in der Ecke bist und gesehen wirst, von 20 Metern, dann kommst du da nicht mehr rum, wenn die genau da stehen. Man müsste halt so einen kleinen Shortcut noch haben irgendwie. Hat man aber nicht, weil man nicht durch die Tische kommt. Es gibt mit Sicherheit irgendwo einen Schlüssel, wo man dann hinten das aufschließen kann und raus. Weil da ist eine Tür an dem Spawnpunkt. Und zwar genau hier. Aber das können wir nicht öffnen. Oder müssen wir einfach eine gewisse Zeit überleben können wir auch nicht, weil dann können wir einfach in dem Raum chillen. Und wir haben hier auch keine Uhr. Oh! Huch. Okay, ciao. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Etablissement zu verlassen. Also das Geile ist, ich habe jetzt mal kurz bei anderen YouTubern reingeschaut und die haben auch nichts mehr auf die Kette gekriegt, also weil es halt einfach gar nichts gibt. So, das Ding ist, auf der Seite von dem Game gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass das noch eine Alpha bzw. eine Demo ist. Das steht nicht im Titel, nicht im Menü, nicht hier halt irgendwo auf der Download-Page. Gut, da steht Version 0. irgendwas, aber es kann ja trotzdem schon ein fertiges Game mit Ziel sein.
Dass es noch in Entwicklung ist, wusste ich nicht an dieser Stelle. Aber Leute, es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Ich bin morgen weg, ich muss das Video vorproduzieren, damit ihr was zum Schauen habt. Sonst hätte ich vielleicht noch irgendwas anderes dran gehangen, ihr kennt mich. Aber ich würde das jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle mal gut sein lassen. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Immerhin haben wir ein FNAF-Fangame gesehen, was vielversprechend ist, sage ich jetzt mal. Mit Free Roam, wenn man jetzt halt irgendwie noch gameplay-technisch was reinbaut, was man zu tun hat, dann wird es auf jeden Fall besser. Selbst wenn es bloß Schlüssel sammeln ist oder irgendwie was, dass man zum Anfang halt irgendwie was hat, dass sich das Verstecken oder das Starten halt überhaupt irgendwie erst lohnt. Wir haben zumindest schon gesehen, dass da einiges schon an Arbeit reingesteckt wurde. Gut, die AI ist jetzt vielleicht nicht die schlauste, aber ja, das ist halt auch immer das Schwierige dabei, ne? Es funktioniert so an sich doch schon mal, zumindest vom Grundsatz her, irgendwie okay. Und dann mal schauen, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, beziehungsweise ihr. Weißt schon, dass ihr mich damit voll spammt und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder. Bis dann, haut rein und Dankeschön fürs Zuschauen.